Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Ranger ist bereit, bei der Fahndung den nächsten Step zu gehen. Und das heißt, mittlerweile ist der gute Mel Arnold freigeschaltet. Wir werden jetzt also versuchen, ihn zu befreien für die Schlosssiedlung. Mal schauen, was er für uns tun kann. Wir müssen nach Foggy Bottom zum Taxifriedhof. Okay, soll uns recht sein. Foggy Bottom, das ist hier irgendwo. Und ja, dann würde ich doch sagen, machen wir eine Schnellreise zum Safehouse. So, ich gehe mal davon aus, wir werden wieder mal als erstes einen Kontrollpunkt einnehmen. Dann wird es wieder einige Kopfgeldeinsätze geben und natürlich dann irgendwann der Showdown. Und dann haben wir den Kollegen vermutlich wieder aus den Klauen der bösen Buben befreit. Okay, wir markieren unser Ziel. Kontrollpunkt. Und los geht's. Jo. So, wo müssen wir hin? Rechts rum. Ja, ich glaube, wir sind schon falsch. Wir müssen hier durch diese Türe. Oh, und da haben wir das Tageslicht erblickt. Okay, ups. Alles geht, alles funktioniert. Wir sammeln hier ein bisschen was ein. Nee, das sammeln wir nicht ein. So, ich höre schon wieder Gefechtslärm. Ich höre Gefechtslärm und das heißt, werden wir uns einmischen? Oh, da ist ein ganz... Wir mischen uns ein. Ach, aber die Kollegen sind, glaube ich, ja mit sich selbst beschäftigt. So, dann werfen wir da mal ein Geschütz hoch. Oh, und da ist noch einer. Dup, 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 dup. So, das hier lohnt sich schon eher. Wie viel Luft haben wir denn noch? Okay, wir haben noch ein bisschen Luft in unserem Rucksack. Okay. Ah, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen in die andere... Was ist denn da? Wir müssen in die andere Richtung. So. Material wieder einpacken. Oh, also noch ein paar Meter, ne? So wie es aussieht. Okay, da wird sich mit Sicherheit das ein oder andere noch für uns ergeben. So, dann gehen wir hier mal das Sträßchen hier rechts lang. Und da sind ein paar Kollegen. Und da schleichen wir uns mal an. Ach du Schande. Ups, dann gehen wir mal weg hier. Das könnte sonst heikel werden. So, das hätten wir erledigt. Okay. Ja, ich weiß. Jetzt sollen wir da hoch. Okay, dann kommen wir da oben an der... Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, was ist hier? Okay. So, zügig zum Taxifriedhof. Da runter. Da unten ist dann wieder Stress angesagt. Aber dafür sind wir ja hier. Ranger ist natürlich dazu da, um hier den Menschen in Washington zu helfen. So, die Jungs lassen wir mal in Ruhe. Und jetzt müssten wir doch schon bald da sein. Dum-di-dum-di-dum. Dim-di-dim-di-dim.
Okay. Wir sind da. Ja, Freunde, dann würde ich doch sagen, wir nehmen wieder eine erhöhte Kampfposition ein. Die hilft uns. Ach, shit. Wir haben uns schon entdeckt. Das ist nicht ganz so prickelnd. Auf jeden Fall müssen wir auf unsere Verstärkung warten, denn die hilft uns. Genau. Verstärkung hoffentlich unterwegs. Was ist denn da oben? Oh. Was ist denn los eigentlich? Ach, da oben wird auch gekämpft. Das ist gut. Das lenkt die Kollegen ein bisschen ab. So, wo sehe ich denn unsere Verstärkung kommen? Oh, die sind im Anmarsch und brauchen noch 2 Kilometer. Die sind also noch etwas. Das dauert noch. Ach, was ist denn da oben? Das sind auch, ist ja auch einer von uns. So, aber jetzt wäre es mal schön, wenn Dröhnchen mal rankommt. Auf der rechten Seite springt da einer rum. Nein. So, immer schön auf den Rucksack. Ah ja. Da oben steht auch noch einer parat. Oh, jetzt kommen sie aber von hinten. Ach du Schande, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da kommen sie von hinten angetigert. Eintreffende Verstärkungsanforderung. So, da müsste doch noch irgendwo einer rumspringen. Ja, ja, klar, komm hoch. So, Unterstützung haben wir jetzt. Der ist weg. Gut. Ja, so würde ich das auch sehen. Gehen wir es an. Und da oben steht auch einer dumm herum. Ups, was hat da so geknallt? Der wird ja vermutlich wieder da drin rauskommen, oder? Ach du Schande, wer schießt denn da oben? So sieht's aus, meine Freunde. Ja, kämpft euch mal ein bisschen ran. Ich gebe euch Feuerschutz aus einer guten Deckung heraus. Wir müssen aufpassen, irgendeiner schießt hier Raketen. Ach, das ist er. Und da dürft's gleich wieder knallen. So, das hat sich erledigt. Jetzt ist die Frage, von wo kommt wieder der... Ah, alles klar, von da. Das heißt... Oh, nee. Da oben habe ich auch ein bisschen Stress. Ich gehe jetzt mal lieber rein. Das letzte Mal waren wir ja oben. Und dann kamen die Kollegen von hinten. Und dann haben wir ein bisschen Stress gekriegt. Hier wissen wir jetzt erstmal, dass keiner von hinten kommt. So, ein bisschen Munition aufnehmen. Ach, shit. Naja, okay, wir nehmen die nochmal auf. Nee, komm, aufnehmen. Und dann hier draußen irgendwo unterbringen. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall gutes Schuss. Sehr schön. Der Kollege da hinten, der muss weg. Ah, da können wir nicht durchschießen. Da helfen wir mal ein bisschen aus. Damit die rechte Flanke frei wird. Oh ja. Ah, den haben wir uns selbst eingebrockt. Huch, huch. Komm raus hier. Medipack. War klar, war natürlich klar. Gegnerische Anführer neutralisieren, das ist klar. Da kommen sie. Durchs Fenster, immer schön durchs Fenster.
Oh ja. Auf der rechten Seite, oder? Nee, links oben wird noch einer rumspringen. Ach, da oben. Ich fass es nicht. Ah, jetzt haben wir keine Munition mehr. Ah, sehr schön. Wir haben den Taxifriedhof eingenommen. Dann sagt, ist die Sache ja schneller erledigt als gedacht. Nee, da oben ist doch noch irgendwas. So, aber schnell erstmal ein bisschen Munition einsammeln. Das ging ja einfacher als gedacht. So, wir haben auch einen Uhrenaufstieg. Wir nehmen hier noch ein bisschen was mit. Jede Menge Material. Wunderbar, wunderbar. Sudele. Da oben gibt es auch noch einiges. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, dass wir das gut gemacht haben. Vorwärts, alles durchkämmen. Yep. Uns das Gebiet sichern. So, ein bisschen Material habe ich nicht viel, aber ich teile gerne. So. Da. Kurz drüber springen? Nein? Okay, dann halt nicht. So, das Solarpanel. Wie sieht's denn aus? Munitionstechnisch? Okay. So. Dann schauen wir mal, was uns der Vorratsraum anbietet. So, hier geht's rein. Aber erstmal ein bisschen Munition aufladen, aufsammeln. Jupp, nehmen wir alles mit. Haben ist immer besser als brauchen. Ist da noch was? Nee. Sudele. Schön, schön, schön. Dann sind wir, glaube ich, hier erstmal durch. Ja, das ist mir klar, aber das interessiert uns weniger. Ich gehe davon aus, dass wir als nächstes... yep. Gut gerechnet, Cowboy. So, was haben wir denn als nächstes? Gewächshausgemeinschaft. Ach du Schande. Das wird mit Sicherheit ein Kopfgeld sein. Und zwar hier oben. Alles klar. Oscar 1. Das freut mich. Oscar 1 Kopfgeld werden wir aktivieren. Und dann schauen, dass wir zügigst hinkommen. Wir bestätigen gerne. Ja, da. Oh, dann machen wir das hier über diesen. Dann machen wir das über das Safe House. Dann sind wir auch gleich wieder ordentlich aufgefüllt. Und dann geht's los. Hier rechts rum. Ziel in der Nähe. Ja, das freut mich doch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Erstmal hier Entdeckung. Ziel in der Nähe. Wo denn jetzt genau? Rechts. Wir müssen nach rechts. Wir müssen ja eigentlich dorthin. Ah, da stehen auch welche. Oh, die haben nur auf uns gewartet. Ups. Oh, da ist einer hinter mir. Nee, nicht mehr. So, jetzt ist er da. Gut, das wäre dann erledigt. Aufheben. Wir tun alles, um zu überleben. Ja, wer nicht? Wo müssen wir nochmal hin? Wir müssen dahin. Ah, ich bin mir auch relativ sicher, da vorne an der Ecke. Da ist der Eingang.
Jo, ich erinnere mich. Hier wird es höchstwahrscheinlich reingehen. Wir plündern noch einmal. Und ansonsten, jo, Freunde, sage ich an der Stelle recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Das war wieder mal eine Folge aus der Fahndung der Anwerber. Und wir werden jetzt gleich um Oscar 1 und zwar Daniel Castle Woods kümmern. Das aber erst in der nächsten Folge wieder hier bei mir. The Division 2, die Fahndung, die wir hier spielen, bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich schon auf euch. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.